Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zum Kreditratenrückzahler. 2500, nein, natürlich zum American Truck Simulator. Der Auspuff raucht schon einmal. Was steht an? Feuerwerkskörper. Bestimmungsort. Page. Zum Walmart. Jo, was soll man sagen? Wir starten einfach mal. Und schauen mal, ob wir gleich einmal hier rauskommen. Und wir bleiben natürlich in Arizona. Ich zeige euch das gleich auf der Map, wo das ist. Links das Schild, Exit, ja. Ah, das sollte man hinkriegen, glaube ich. Ja, diesmal darf ich den Marcel an Bord begrüßen. Der hat sich gewünscht und dann letzt bat, dass er mitfährt. Sehr gerne. Wünsche bitte unten reinschreiben, wer wieder mitfahren will. Der erste unter diesem Bad, der es schreibt, ist wieder mit dabei. Beim nächsten Mal dann, bei der nächsten Fuhre. So, jetzt sind wir da nochmal um die Ecke gekommen. Mal schauen, dass wir da so weit wie möglich nach außen kommen. Wir haben jetzt ein bisschen einen längeren Anhänger wie das letzte Mal. So. Ah, natürlich der falsche Blinker. So, jetzt passt's. So, nach dem Plan geht's aber. Und weiter aus und bringen die Feuerwerkskörper in den Norden von Arizona. Explosiv, da haben wir schon das Pickel drauf, sehr schön. Gehen wir kurz rein und zwar fahren wir, schauen wir, ob das Navi eh soweit stimmt, hier rauf nach Page. Ja, da gibt es ja nicht viel anderen Weg, also das passt soweit. Da haben wir, ja, das schaut ganz lustig aus. Ja, das passt schon. Das passt schon. Hoppla, eins soll ich drücken, da sind wir daheim. 272 Meilen, über die Hälfte tankt, das sollte man noch bis rauf kommen. Notfall müssen wir halt tanken. Ach, jetzt habe ich das Display nicht geschaut, ob es da anzeigenmäßig was für diesen LKW gibt. Ich schaue jetzt gerne mal rein. So, wie heiße ich jetzt? Canvas T680 Duty Day Kabin. Aber Canvas T680er. Den muss ich mir merken, ob es für den ein Display gibt. Oh, wir haben nur 25 Meilen, sorry. Ich freue mich auf den Fernbus-Simulator, der könnte auch interessant sein. Ich glaube, da geht es innerhalb Deutschlands von Großstadt zu Großstadt. Das könnte ganz witzig werden. Meilen ist aber schon ein bisschen sehr langsam. Komm, wir werden uns da irgendwie an den 30 halten. Der UPS. Machen gerade Pause, die zwei Jungs. Originalfirmen haben wir ja alles drin schon. So, dann links raus, dann wird es hoffentlich ein bisschen schneller vorangehen, hoffentlich. Mal, da habe ich links den Spiegel. Nein, das ist Navi. Hoppala, das ist Licht.
Ah, da sind die Spiegel, genau. So, jetzt geht's weiter, sorry. Zweiten Spiegel brauchen wir links nicht. Wie viele, schön, dass da, wie viele Tonnen wir da an Bord haben. Ich glaube, so schwer sind wir aber, glaube ich, gar nicht. Mit unseren Feuerwerkskörpern. Bin ich blind oder steht das da nicht? 8,1. Ja, das geht doch. Oh, Spurwechsel. Der wartet hinten. Danke, sehr gut. Dürfen fahren. Fahren konzentrieren, dass wir da sehen, wo wir hin müssen. Ich glaube, 75 schaffen wir gar nicht, oder? So wirklich. Ja, geil ist dann sicher auch irgendwie quer durch Amerika, oder? Irgendwie hätte ich trotzdem Bock auf ETS auch. Auf dem European Truck Simulator. Irgendwie. Vielleicht fahren wir da oder drehen wir da auch wieder einfach irgendwann mal wieder mal eine Runde. Hätte ich auch wieder mal Bock drauf irgendwie. Bin jetzt gerade selber noch am überlegen, ob ich mal einen 125er Roller kaufen soll. So einfach nur zu fahren, zum Arbeiten fahren. Motorrad habe ich ja keins mehr. Soll ich wieder hergeben. Komme ich einfach zu wenig nur zum Fahren. Und der Start nur in die Arbeit fahren, ist Motorrad ein bisschen mühselig mit Schalten und alles. Also das hat mir nicht so gefallen. Einfach nur so ein 125er Roller, einfach nur draufsetzen, Gas geben, fertig. Ohne Schalten, ganz auf gemütlich. Bin ich gerade am überlegen, ob ich meinen kaufen soll. Eins habe ich zumindest gesehen, alles was Vespa ist, ist relativ teuer. So, wir müssen jetzt nochmal nach rechts weg auf jeden Fall. Ich werde einfach zu meinem Händler des Vertrauens gehen und ja, mich da mal beraten lassen vielleicht oder keine Ahnung. Gebraucht will ich mir jetzt nicht unbedingt was kaufen. Na, ist schwer zu sagen. Geschaut habe ich natürlich, aber naja. Mal schauen. Wo ist da vorne? Auffahrunfall oder wie? Da ist gerade keiner, da können wir mal schauen. Ich glaube, der LKW mit den Rohren ist da irgendwann aufgefahren, aber die fahren schon wieder weiter, Gott sei Dank. Und bleiben nicht stehen. Oh, steht die Mauer ein bisschen raus hier. Uiuiui. Müssen wir schon wieder weg. Nach Flaggschiff müssen wir da runter. Flagstaff. Das wird, das Stoppsignal ist das. Okay, die Ampel, also die
das Zeichen, dass da ein Stoppschild ist. So, hier brauchen wir nur links schauen. Das kriegen wir auch von der Kanzel aus hin. Da kommt einer. Ja. Sorry, ich bin da im Schwung. Aufpassen auf meinen Hänger. Müssen wir da? Nein, da vorne müssen wir wieder runter. Also rechts. Schaut aber geil aus hier. Erster Aufenthalt hier. Kommt hier kein Zug. Das wäre doch geiler, damit ich hier zum Stehen komme, weil da Stau ist und ich nicht vorher check und dann kommt der Zug und nimmt mich mit. Wäre irgendwie ein lustiges Szenario hier. Schaut aber echt geil aus hier. Aber so die zwei Straßen gibt. Oh, Halleluja. Rechts vor links oder wie schauen wir da aus? Da habe ich da jetzt irgendwas verpasst. Was, 25 Meilen haben wir hier nur? Aber oh, du bist dahin, oder? Ja, genau, Ortschaft aus. Leaving irgendwas. Langsam mal Zeit, dass ich wieder hier das nächste Level aufsteige und wieder irgendwas leveln kann eben. Ja, jetzt haben wir hier halt Arizona bei Tag. Mein LKW nicht schneller wie 65 oder ist der da irgendwie gedrosselt? Ist natürlich realistisch, aber... Hoppala. Das will ich jetzt aber wissen. Genau, Bußgelder brauchen wir keine. Fahren wir momentan noch mit der einfachen Automatik, da ich jetzt erst wieder, aber das werden wir dann wieder demnächst umschalten. Jetzt, wenn ich da wieder ein bisschen besser drin bin. Aufsatteln für Erfahrene. Nö, lass mal noch. Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Liftachse automatisch senken. Treibstoffverbrauch, genau. Intelligenter Tempomat, what? Verstehe ich nicht. Stundenzähler, ja, haben wir rein. Dann haben wir das besser in der Übersicht. Ich halt für mich. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr es eh gesehen und ich habe es jetzt nur übersehen. Muss ich mal noch in Ruhe durchschauen. Das müssen 65 Meilen Begrenzer daraus tun. Obwohl andererseits ist es eh realistisch wahrscheinlich, dass wir wieder eine... Der eine oder andere wird es auch wieder sagen wahrscheinlich. Lassen drin. Das passt schon. Das lassen wir auch so. Das sind sicher jetzt die 80 km/h, schätze ich mal, oder? Hier auf der Landstraße brauchen wir sowieso nicht. Ich finde das irgendwie geiler Landstraße. Als wie... Wow. Wie hat es mit Tank aus? Das reicht noch. Schlafen brauchen wir auch nicht, habe ich gemacht. Daumen hoch da rechts, sehr schön. Auf der 89.
Mini-Ruckler mal hier. Bei jeder Kreuzung muss man aufs Navi schauen. Und trotzdem ist beim American Truck Simulator die Grafik schon um einiges besser, auch die Ortschaft, finde ich. Jetzt ohne Mod gesehen, was ich mir so erinnern kann. Ja, und gerade deswegen müssen wir da mal wieder den ETS2 mal auch anwerfen. Ich hoffe, funktioniert noch irgendwie modtechnisch und das Ganze. Oh je, je, die fahren ein bisschen langsam, die Kollegen. Ja, da müssen wir uns hinten anreihen. Einreihen. Ah, 13 Meilen, dann sind wir im Prinzip schon da. Ja gut, dann geht's ja. Gut, geht's am Mühlberg auf, ist auch geil. Hm, 40er Beschränkung. Komm, Schwung. Hol da vorne Pygmäe schon ein. Sorry, Kollege. Hier ist der Aufenthalt in Page. Geil aus. Keine Baustelle. Und da müssen wir jetzt glaube ich rein, oder? Yes. 17 Uhr gleich bis 18 Uhr, da wird schon ein bisschen dünkler. Na, dünkler noch nicht, aber jetzt ein bisschen von außen da ab der Einfahrt. Hier müssen wir wirklich rein. Hm, das ist dann eine neue Abladeding oder wie? Vom Design her. So, wir schauen mal. Da gibt es einen 90er. Da hinten würden wir noch einmal rechts rüberfahren müssen. Dann. Ach du Scheiße. Eieieiei. Moment mal. Ja, komme ich da rüber oder komme ich da bei der Schranke wahrscheinlich nicht durch? Ja, wenn ich hier, das wäre ein bisschen einfacher. Hier rein, umdrehen und... Nein, Na, Freunde, heute nehmen wir mal die einfache. Das schaut mal ein bisschen zu kompliziert aus. Sorry, aber... Ich will da jetzt nicht länger einparken als wir fahren. Das hat aber dann doch hinten noch ein bisschen enger ausgesehen. Wenn ich von rechts kommen hätte können, sage ich einmal okay. Ja, 90 Punkte wären es auch, aber mit dahin. Ja gut, so viel bringt es dann auch nicht. Aber den 15er nehmen wir hier locker mit. Das ist kein Ding. Kann ich das jetzt von innen meinen rechten Spiegel sehen, ob ich da irgendwie die Wand anfahre oder so, oder in der Nähe bin? Eigentlich schon, oder? Ja, ist ja gar nicht so schlecht. Gut, das sehe ich aber rechts auch im Prinzip. Tut schon aufkehren. Da gibt es Zeit, 20 Minuten, ist doch auch perfekt, oder? So, ob
Optimal, sage ich nur. Optimal. Stellen wir uns ganz genau her. Oh. Ach, vielleicht bekommen wir so irgendwas extra. So, perfekt. Mhm. Gut, das wäre noch einmal ein extra Knopf wahrscheinlich. So, steigen wir jetzt hoffentlich ein Level auf, aber so viele Punkte waren das, glaube ich, nicht. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ein Level aufgestiegen. Zwei haben wir. Aha, okay. Gott sei Dank haben wir das geschafft. Ja, ja, was nehmen wir da jetzt? Hui, hoi, 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 hoi. 6 bis 650 Meilen. Ja, aber von der Entfernung, von der Länge her, muss ich sagen, ist es für unseren Bart eigentlich eh ganz geil. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Just in time. Will ich eigentlich nicht wirklich. Das brauchen wir auch nicht extra. Zerbrechlich hochwertig. Ja. Ich gehe nochmal auf Gefahren. Gut, das gefällt mir. Irgendwie bin ich da, ich weiß nicht, irgendwie mag ich das. Fernfahrt lassen wir mal. Zack. Perfekt, dann können wir mal hier entspannt reinschauen. Ne, achso, extern, egal. Oh, da haben wir schon Stufe 3 oder wie? Ja, geil, wie geil ist das denn? Diesel, oh geil. Ethan. Oh, da runter, M11, um 29, ach du Scheiße, ist das geil. Gut, da brauchen wir gar nicht weiter schauen. Welche Fracht noch? Der Frachtenmarkt selber. Oh, da gibt es auch noch was. Auch nochmal Ethan, also das sind fast, ich weiß nicht, ob man das sonst was bringt, die externen Aufträge vom Ding. Ich glaube, das ist sogar der gleiche, oder? Moment, achso, das habe ich vergessen, ja. Ja, ich glaube, das ist sogar der gleiche. Moment, einmal zwei. Ah, da unten, das ist der längere. Ja, gar nicht einmal so schlecht. Gar nicht einmal so schlecht. Fahren wir davon, was für Firma ist denn das überhaupt? Walmart, oder? Wäre das dann theoretisch auch die Firma gewesen? Sehen wir das hier? Achso, na, Texaco ist die Firma, oder? Ah, da müssen wir sowieso darüber. Ah, da werde ich dann das nächste Mal hier schlafen und... Wo ist die Tankstelle? Ah, das ist da drüben. Tanken wir auf jeden Fall. Also schlafen und tanken. Also das brauche ich ja eh nicht. Fahre ich darüber, schlafen und tanken und dann werde ich mir den Auftrag suchen wieder und ich hoffe, wir bekommen wieder so einen 30er. Aber weil im Texaco da ist, deswegen gibt es hier geile Aufträge, das können wir uns hier merken. Die Page Start. Da gibt es coole Sachen, gut. Das war's wieder mal, herzlichen Dank fürs Einschalten und dabei sein hier beim... Ah! Moment mal. American... Kabinenlampen... Stoßstange... Oh! Freunde, Radkappen... Kabinenbeleuchtung, da freut man sich doch, da fahre ich gleich einmal hin. Gut, dann gibt es vielleicht im nächsten Part gleich einmal was zu sehen, wenn ich hier vielleicht irgendwo was anbaue und was neu gekauft habe, eventuell, was nicht allzu teuer ist. Gut, dann bis zum nächsten Mal, danke und... Das Mikro ist da, ja. Danke und ciao, ciao.